Wir schreiben das Jahr 1403. Map, falsch. Nein, wir sind im Jahre 2018. Und zwar zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal, Cities Skylines. Nun, der ein oder andere ältere Abonnent unter euch wird sich sicherlich erinnern, dass ich bereits einmal ein Cities Skylines Projekt hatte, dieses allerdings nicht zu Ende geführt habe. Nun, das wird sich jetzt allerdings ändern, weil wir gehen mit vollem Elan in dieses neue Projekt und werden uns eine neue Stadt aufbauen. Auch weil ich die alte Stadt einfach nicht mehr habe. Seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, also die älteren Serien, ist eine Menge Zeit vergangen, etwas über ein Jahr, und seitdem ist viel passiert. Mir ist nicht nur mein alter Rechner vollständig kaputt gegangen, nein, ich habe mittlerweile ein komplett neues System. Und so sind natürlich auch alle Spielstände, die ich mal bei City Skylines angelegt hatte, schlichtweg Opfer des Datenraubs geworden. Nun, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen direkt an. Ich bin selbst ein wenig aus der Übung, muss ich ehrlich zugeben, weil ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und wir stellen uns heute eine neue Stadt. Gucken, was ich davon noch hinbekomme und eben was nicht. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, und der hat schon bereits verloren. Anfänglich werden wir mit ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, mit dem althergebrachten Muster arbeiten müssen. Allerdings wird sich das auch im Laufe des Spiels verändern. Also sprich, wir werden erstmals Klötzchen bauen. Hört sich doof an, ist aber erstmal leider so. Und später, wenn die Einnahmen sprudeln, im wahrsten Sinne des Wortes, werden wir dazu übergehen und ein ausgeprägteres System bauen, wo ich dann auch vorhabe, mehr oder minder rumzuexperimentieren, welche Möglichkeiten sich uns ergeben. Ich weiß es selbst noch nicht, muss ich echt zugeben, aber wir werden es einfach mal sehen. Wir müssen eh erstmal damit gucken, da wir ja nicht allzu viel Geld zur Verfügung haben. Oh, hier ist schon eine leichte Steigerung, aber das hält uns nicht davon ab. So, hier wird das Wohngebiet hinkommen, das erste. Hier kommt das erste Gewerbegebiet hin und hier kommt das erste Industriegebiet hin, würde ich so sagen. So. Natürlich steht es euch auch frei, wenn ihr Ratschläge zu diesem Spiel habt, einfach bei mir einen Kommentar zu hinterlassen. Ich werde sie mir auf jeden Fall durchlesen. Und wer weiß, wenn vielleicht ein oder der andere gute Ratschlag dabei ist, bin ich auch nicht ungeneigt, mir diesen Ratschlag zu eigen zu machen. Können wir uns zwei erlauben? Ja, könnten wir eigentlich schon. Machen wir das so. Nicht lange diskutiert, einfach gemacht. Das ist natürlich erstmalig ein sehr langweiliges Muster, wie ich offen zugebe. Aber es ist hilfreich. Zumindest zum Anfang. So. Die Grundversorgung ist da und Fluss habe ich natürlich auch bedacht. Jetzt müssen wir nur gucken. Wie fließt denn hier der schöne Strom?
Das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht, wie das gewesen ist. Ah, okay. Hier können wir nämlich dann direkt einmal so und einmal so. Bam, bam. Bam, bam. Und schon kann die kleine Stadt Reinheim, ja, ich weiß, der Name ist sehr originell, der fiel mir gerade auch erst ein, als ich diese Map hier erstellt habe, zu neuem Leben erwachen. Das ist also der Vater Rhein, wie man ihn kennt. Noch nicht so verschmutzt wie das Original, aber was nicht ist, kann er noch werden. Ich hoffe allerdings nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Stadt eher als Industriestadt bauen werde oder ob ich mehr in Bildung gehen werde. Ich werde höchstwahrscheinlich, so wie ich mich kenne, eh in Bildung gehen. Oh, guck mal, das ist die Freundschaftsstraße. Ne, wie süß. Wie putzig. Ah, guck mal, da können wir sogar schon die Größe verändern. Bumm, freigeschaltet. Ja, sorry, dass ich euch jetzt noch mal mehr oder minder umgebracht habe. Ehrlich gesagt, eure Häuschen gekillt habe. Aber das ließ sich leider jetzt gerade nicht so ganz vermeiden. Bums, bums. Rums die Bums. Haus die Maus. Na, das ist ja jetzt klar. Ah, ich darf nicht vergessen, da Strom. Ach, reicht ja schon. Also, das sieht mir hier ziemlich nach Öl aus. Das hier dürfte Landwirtschaft recht gut sein. Gucken wir mal. Ah, okay, wir haben diese Angaben noch nicht. Nur die Stärke der Windgeschwindigkeit. Die Zufriedenheit, die natürlich noch nicht sehr hoch ist, wie man sieht. Wasser, Strom, Autoverkehr und was ist das? Verkehrsrouten. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Das ist das Corvega-System, da wo neue Corvega-Autos fabriziert werden. Natürlich von Colossal Order, die das schöne Spiel hier entwickelt haben. Ein bisschen Werbung. Das ist die Williams Factory. Eine Eiswürfelfabrik im Normalbetrieb. Franks Fischstäbchen Fabrik. Was ist das? Auch Franks Fischstäbchen Fabrik. Und der erste Tag ist geschafft. Und wie soll es auch anders sein? Es fängt natürlich direkt an zu schiffen. Bim, bam, bam. Ist natürlich noch sehr verschwenderisch an Platzmöglichkeiten, die ich jetzt hier gerade aufnehme. Aber wie gesagt, das ist eh erstmal nur der erste Bild, bevor wir die Stadt später wirklich dahingehend ausbauen.
Ein kleiner Weiler hat uns ereilt. Wir können bauen die Mülldeponie, die Grundschule, die Arztpraxis, das Recyclingzentrum und eine freie Schule. Ja, okay. Dann gucken wir erstmal. Aber erstmal wollte ich ein neues Industriegebäude, er gesagt, ein neues Industriegebiet einführen. So, und hier setzt man dann erstmal die stinkende Mülldeponie hin, plus ein Recyclingzentrum und natürlich Schwerindustrie. Bams. Bams. Rums die Maus. So. Dort eine Schule. Dort eine Praxis. Und schon sind die Leute noch glücklicher als vorher. Die Bürger strömen herbei, um sich wegen schwerer Leiden behandeln zu lassen. Yeah, baby. Was hat er weiter gesagt? Fluchtschutz. Aha. No more homeschooling. Kann's gar nicht abwarten. Und langsam müsste eigentlich ja auch hier ganz großes Bedauern hier unter der Bevölkerung. Aber wir brauchen Platz. Und schon gibt es Probleme mit der ersten Grundversorgung und haben natürlich nicht enough für eine neue Windturbine. 6.000 kostet sie, 3.000 haben wir. Dauert also ein bisschen. Vielleicht gehen wir auch erstmal auf Earl. Wie teuer ist das denn? 19.000 Euro, okay. So, Feierabend. Da diskutieren wir gerade gar nicht lange rum. Das können wir später eh wieder neu aufnehmen. Und ich sehe, wir haben da oben gar keine Wasserpipeline gelegt. Also legen wir die Wasserpipeline jetzt erstmal. Dubi 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 du. Ich mach Wasser, was machst du? So. Wundert mich ja, dass die Bevölkerung nicht meckert. Keine Gasversorgung, so eine Sauerei. Protest, Protest. Und immer noch ist die Stadt im bedeutenden Minus, was natürlich sehr schlecht ist. Not enough money. Toll.
Budget steuern. Müssen wir leider ein bisschen hochsetzen. Ich verspreche euch eventuell gegebenenfalls später noch einmal die Steuern zu senken. Was, jetzt schon wieder? Nee. Würdiges Dorf. Wir können bauen. Notfalldienste, Polizei, einzigartige Gebäude, Spezialisierungswirtschaft auf Forstwirtschaft und Landwirtschaft, selbstversorgende Gebäude, biologische und lokale Herstellung, neue Richtlinien, Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Verteilung von Rauchmeldern. Gut, dann machen wir erstmal hier die Straße zu Ende. Ich denke mal, dass wir die hier einfach eigentlich abschreißen könnten. Ja, tatsächlich, wir können es. Eine wunderbare Wohltat für meine geknechteten Bürgermeisteraugen. So. Neues Gebäude, ja, ich weiß, dass da ein neues Gebäude ist, aber im Moment will ich dieses neue Gebäude noch gar nicht nutzen. No, ma'am. Bam, 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 bam. So. Nicht schön, aber schief. So muss das genau sein. Im Moment sieht es noch sehr amerikanisch aus, das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. So, hier wollen wir jetzt eine Richtlinie einstellen. Ausgewählt, voreingestellter Stil, europäisch. So, Richtlinien, Stromverbrauch, Wasserverbrauch und Verteilung von Rauchmeldern. Wunderbar. Hoffentlich gehen die Steuern jetzt nicht direkt runter. Zu stark runter. Natürlich gehen die Steuern jetzt runter, weil jetzt müssen die ganzen Häuser neu gebaut werden. Aber zum Glück schwankt die Bevölkerung nicht allzu stark. Hoffe ich zumindest. So. Ich hoffe, die Musik ist nicht allzu stark im Hintergrund am Fiedeln. So, bam.
Rampadampadampam. So. Die Freundschaftsallee. Aufzucht und Hege der Freundschaftsallee. Und schon haben wir unser erstes kleines Wohngebiet fertig. Jetzt muss natürlich erstmal wieder alles hochgehen. Auch die Steuereinnahmen. Ich hoffe, dass das alles noch passt. Was sagt denn hier Strom? Okay. Die sollten wir auf jeden Fall rotieren lassen. Mich wundert ja, dass wir hier für die hier noch keine Einbahnstraße bauen können. Aber hier können wir die Einbahnstraße bauen. So, und ich würde sagen, mit dieser Ansicht des kleinen Dorfes Rheinheim in Niederecker-Ulm-Zimmern, da brennt es, ich habe aber keine Feuerwehr, würde ich sagen, verabscheuen wir uns erst einmal und ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch interessiert, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cities Skylines. Tschüss!